Ja, guten Morgen und hallo liebe Radfreunde und herzlich willkommen am zweiten Tag meiner Tour entlang der Oster. Ich bin ja gestern die ersten ca. 70 Kilometer an der Oster entlang gefahren, von der Quelle bei Torstedt bis ungefähr 10 Kilometer vor Bremervörde. Ich bin jetzt hier in Gnarrenburg, auf dem Campingplatz. Der Ort, der befindet sich ca. 11 Kilometer entfernt vom Osterradweg. Also ich habe dann gestern den Osterradweg verlassen und bin die 11 Kilometer hier rausgefahren. Und das heißt, ich werde jetzt erstmal die 11 Kilometer wieder zurückfahren, bis an den Punkt, wo ich gestern die Oster verlassen habe. Ja, Wetter heute, so wie gestern, Sonne pur. Da werden noch ein paar Grad draufgelegt heute. Es sollen bis zu 34 Grad werden. Wir haben es jetzt 6.20 Uhr. Ich habe mich auch entschieden, ganz bewusst entschieden, früh aufzubrechen. Erstens mal wegen der zu erwartenden Hitze. Und zweitens, weil ich dann noch mit dem Regionalzug nach Hamburg kommen muss. Und da soll es dann auch nicht zu spät am Nachmittag werden, weil dann werden die Züge voll sein mit Fahrrädern, da kann man sich drauf verlassen. Ja, dann werde ich jetzt mal starten. Auf geht's! Ja, und wieder diese wunderschöne Morgenstimmung hier. Gnarrenburg habe ich jetzt verlassen und jetzt sind es noch ungefähr 10 Kilometer bis zum Osterradweg. Der Weg zum Osterradweg, der ist wenig attraktiv. Es geht dann auch immer neben Landstraßen her. Guten Morgen. Ja, hier ist ein Gnadentierhof. Da ist ja noch einer. Ja, hier ist jetzt der Punkt, wo wir gestern den Osterradweg verlassen haben. Das heißt, ich werde jetzt die Navigation hier starten und weiter geht's auf dem Osterradweg. Ja, das waren jetzt sehr angenehme erste 11 Kilometer. Die Luft ist noch schön frisch und die Sonne kommt hier raus. Ihr habt es gesehen auf den Bildern. Meine schöne Morgenstimmung wieder mal. Und es geht dann jetzt weiter auf dem Osterradweg. Willkommen. Der nächste Ort wäre dann Sandbostel. Und bis Bremervörde sind es dann jetzt noch knapp 10 Kilometer. Ja, und hier queren wir das erste Mal die Oste. Ja, wir sind hier in Mienstedt, ein schönes Örtchen. Und hinter Mienstedt geht es hier auf diesem asphaltierten Weg entlang. Ist schon sehr idyllisch hier.
Ja, das war die Bahn von Bremerhaven nach Buxtehude. Ja, hier wäre dann schon Bremervörde gefahren bis jetzt 20 Kilometer. Ich habe jetzt den Treck mal kurz verlassen. Ich fahre jetzt hier vorbei am Kreishaus Bremervörde mal in die Innenstadt und gucke, ob ich da irgendwie einen Bäcker finde. Ja, wir haben es jetzt 7:50. Ist noch ganz ruhig hier im Ort. Ja, ich bin hier sehr schnell fündig geworden und war jetzt hier in der Innenstadt im Café Kritz. Das seht ihr hier hinter mir im Hintergrund. Ja, habe hier ein sehr schönes, üppiges Frühstück bekommen. Und dann geht es jetzt weiter auf dem Osterradweg. Ja, ich fahre hier nochmal kurz durch die Fußgängerzone. Und dann geht es hier entlang zum Rathausmarkt. Ist schon fast so ein bisschen versteckt hier. Ja, hier gerade zu, das wird dann wohl das Rathaus sein. Würde ich mal jetzt leichtsinnigerweise vermuten. Ja, da steht es auch dran. Geradezu. Ja, ich mache jetzt einen Schwenker nach rechts und dann nochmal nach links. Und dann geht es wieder Richtung Osterradweg. Ja, es war nur ein kurzes Stück hier raus zum Osterradweg. Und es geht jetzt hier durch diesen Park erst einmal. Ja, der Charakter des Radweges wird dann ab hier, ab Bremervörde, ein ganz anderer sein als gestern. Gestern war die Oste noch ein kleines Flüsslein, Bächlein, kann man fast sagen. Und ab Bremervörde ist dann die Oste auch schiffbar. Das heißt, die ist dann durchgängig wesentlich breiter. Und ich denke mal, die Landschaft, die wird dann auch offener werden. Also diese typische Marschlandschaft eben. Ja, der Weg ist jetzt etwas weg von der Oste geführt. Und die Führung geht jetzt hier um diesen See herum. Gut gelöst. Das hier rechts übrigens ist dann der Fördersee, mit V geschrieben. Ja, und ab hier wird es dann auch ein typischer Flussradweg. Ja, wir haben jetzt Bremervörde verlassen. Etwas makaber finde ich, dass der Osterradweg nur bis Bremervörde auch als solcher geführt wird. Der Radweg geht dann natürlich weiter bis zur Mündung. Wird aber offiziell dann als deutsche Fährstraße geführt.
Und die deutsche Fährstraße wiederum, die geht dann über die Ostermündung noch weiter, über die Elbe bis hoch nach Kiel. Ja, hier ist ja mal das Symbol von der deutschen Fährstraße. Was wäre ein Deich ohne Schafe? Ja, jetzt haben wir diese typische weitläufige Marschlandschaft hier. Hier sind wir in Endpunkt Ochterhausen. Wofür jetzt das Endpunkt steht, bin ich mir jetzt nicht sicher. Entweder in Niederochterhausen oder eventuell auch Neuochterhausen. Ich tippe mal auf das Erstere. Ja, ihr seht jetzt, haben wir mal so ein bisschen Gravelstrecke hier. Wir fahren ja übrigens auf minus 4 Höhenmeter. Also wir sind ja unterhalb vom Meeresspiegel. Ja, da bin ich wohl auf dem falschen Weg hier. Hätte ich wohl weiter vorne die Fähre nehmen müssen. Aber mein Navi hat mich hier zielsicher hierher geführt. Hier ist dann auch so eine Stelle, die nach Fähre aussieht, aber die Fähre fährt natürlich nicht hier. Ich komme hier nicht rüber. Ja, dumm gelaufen. Ja, das heißt jetzt also, hier komme ich jetzt nicht weiter. Ich muss jetzt in den sauren Apfel beißen und nochmal hier die 1000 Meter zurückfahren. Hier vorne ist noch ein bisschen Asphalt, weiter hinten ist dann nur noch Gras. So ähnlich wie hier. Ja, gut. Und dann wäre ich dann da vorne so einen großen Bogen rumfahren. Aber hier scheint selten jemand vorbeizukommen. Die Kühe, die waren vorher alle hier verteilt. Und jetzt sind die alle hergekommen hier zu mir. Na ihr? Na, Meister Adebar, Herr Storch. Und noch ein Storch. Da ganz hinten ist noch einer. Und da sind zwei. Wahnsinn. Das ist ja hier fast wie in den Masuren. Ja, hier ist eine Fähre vor mir. Die historische Pramfähre heißt die. Ja, hier ist das Gasthaus zum Fährkrug, hat noch geschlossen. Aber falls hier jemand mal mit E-Bike unterwegs ist, am Fährkrug gibt es eine E-Bike-Ladestation. Und wieder Störche ohne Ende hier. Die ganzen weißen Punkte hier vorne sind alles Störche. Immer ein schöner Blick auf die Oste hier. Wir fahren ja heute hier größtenteils hinterm Deich. Da sieht man den Fluss nicht so oft. Ja, gefahren bin ich bis jetzt 46 Kilometer. Damit habe ich etwa die Hälfte der Strecke geschafft für heute. Mal gucken, ob hier irgendwie ein Campingplatz oder sowas ist. Ich müsste meine Trinkwasserflasche wieder langsam auffüllen. Ich habe noch eine zweite bei, aber mit der alleine werde ich wahrscheinlich nicht über die Runden kommen heute. Es wären über 30 Grad noch. Ja, wir sind hier kurz vor Hechthausen.
fahren bisher 62 Kilometer. Nee, halt 52. 52 Kilometer. Das ist die RE5 von Hamburg nach Cuxhaven. Mit dem fahre ich schon heute nach Hause, umgekehrt. Ja, das ging mir bei der Lautstärke im Unter. Das war der RE5 von Hamburg nach Cuxhaven. Und mit dem geht es dann auch nach Hause heute, die umgekehrte Richtung. Also ich habe jetzt hier nicht wie in dem Wanderweg Stationen gemacht, sondern hier ist ein Friedhof. Und da habe ich dann meine Wasserflasche wieder auffüllen können. Ein wunderschöner Waldweg hier. Oder Wald- und Feldweg, wenn man so will. Und mir fällt gerade auf, ich habe schon recht lange die Osten nicht mehr gesehen. Ich habe hier eine kurze Trinkpause gemacht und habe dabei schon mal die Schwebefähre erspäht. Schon fast sowas wie ein Wahrzeichen an der Oster oder am Osterradweg. 62 Kilometer gefahren und wir sind hier in Hemmoor. So, wir nähern uns jetzt der Schwebefähre. Und hier sind dann schon so erste Infotafeln. Ja, mir kam jetzt gerade ein Adler entgegen. Und er meinte ziemlich hektisch zu mir: Ihr legt gleich wieder ab. Anderen Worten, ich soll mich ein bisschen bewegen. Ja gut, wenn sie weg ist, ist sie weg. Ja, die Fähre war hier wirklich am Ablegen, aber die Fährfrau sagte zu mir, sie muss ein kleines Stück rausfahren, um die Fähre wieder zurückbewegen zu können. Also sie fährt jetzt wohl ein kleines Stück vor und kommt dann wohl wieder. Mal gucken. Eine sehr interessante Konstruktion hier. Ja, und die Fährfrau, die hält Wort. Ganz toll. Auf diesem Wege schon mal vielen Dank. Aber sage ich auch gleich nochmal persönlich. Ja, ganz toll. Also sie hat nochmal umgekehrt, wie gesagt, umgedreht. Und ich bin jetzt hier an Bord. Ja, da hinten ist eine Straßenbrücke noch. Und ein wunderschöner Blick hier von der Fähre. Ja, das war jetzt hier die Fährfahrt auf der Schwebefähre und es geht jetzt weiter an der Oster entlang. Bis zum Ziel sind es ungefähr noch so 25 bis maximal 30 Kilometer. Nach längerer Zeit bin ich mal wieder auf der rechten Seite der Oster. Ich habe ja die Oster davor das letzte Mal in Bremervörde überquert und war seitdem nur auf der linken Seite.
Und nach 72 Kilometern sind wir in Bentwisch. Ich werde gleich ein letztes Mal hier die Oste kreuzen. Hier ist übrigens Pendelverkehr. Also die Ampel ist rot, weil der Gegenverkehr jetzt kommt gerade oder gekommen ist. Und gleich wird es dann weitergehen. Ja, nochmal den Ausblick genießen hier. Man kann es ja an den Windrädern gut sehen, wir haben hier leichten Seitenwind. 80 Kilometer gefahren und wir sind in Geversdorf. Ja, so langsam kommen wir hier auf die Siege ran. Ich denke mal noch etwa 10 Kilometer, vielleicht ein klein bisschen mehr noch. Hier links nehmen wir die B73, das ist die Bundesstraße von Hamburg nach Cuxhaven. Und für mich geht es jetzt hier lang, Richtung Neuhaus. Ein sehr schöner Ortskern hier. Hier scheint auch schützenfest zu sein. Und wieder überall die grün-weißen Fähnchen. Natureum. Da ist dann offiziell der Endpunkt des Osterradweges. Ja, so linke Hand ganz hinten ist eine Wasserskianlage. Ach, kann man jetzt nicht sehen. Sind wieder die Bäume im Weg. Mal gucken, ob da mal eine freie Stelle kommt. Ich habe sie eben ganz kurz noch gesehen. Ne, ist keine Lücke, aber ist jetzt auch egal. Dort gerade des Hudes könnte schon das Ostersperrwerk, das Ostersperrwerk sein. Ich werde es nie lernen mit der Oste, mit dem Namen. Ich verfall immer wieder zurück in Oste. Schlimm. Ja, hier links das Natureum. Und geradezu das Ostersperrwerk. Wir sind am Ziel. So, die Mündung der Oste ist hier links von uns. Ja, hier der Blick Oste aufwärts. Und 180 Grad nach links. Da vorne ist die Ostermündung in die Elbe. Ich werde mal versuchen, noch ein Stück weiter vorzukommen. Ich weiß nicht, wie weit man da fahren kann in Richtung Mündung. Da ganz vorne, wo das Schiff ist, ist schon die Elbe. Oh, ich fahre jetzt mal hier noch ein Stück hoch. Also die Oste, die ist hier links hinterm Deich. Man ist aber nicht raufgekommen, hier ist ein Zaun. Ich hoffe, dass man vorne bei der Elbe, bei der Elbmündung, oder bei der Mündung in die Elbe besser gesagt, dass man da vielleicht raufkommt und nochmal einen Blick drauf werfen kann. Ja, es ist hier auch der Elbe-Radweg übrigens. Es gibt ja zwischen Freiburg und hier und dem Ostersperrwerk hier gibt es ja zwei Routen. Einmal am Deich entlang, das ist der hier. Und dann kann man auch hier so rechte Hand von mir übers Land fahren. Ja, ich habe eben gehofft, da vorne bei dem roten Haus hochzukommen und da kommt tatsächlich Radfahrer runtergefahren. Also kommt mal rauf. Toll. Ja, ein schöner Blick hier auf die Ostermündung. Hier geradezu ist die Elbe.
Aber die Elbe ist ja auch schon kurz davor, in die Nordsee zu münden. Und so halb links kann man so ein bisschen offenes Meer sehen, die Nordsee. Ja, ist so ein schöner Ort hier, um ein Fazit zu sehen. 2 Tage auf dem Osterradweg von Torstedt hier bis zur Ostermündung bei Neuhaus. Ja, hat so ziemlich alles dabei gehabt, der Weg. Vom Untergrund her gesehen, größtenteils asphaltiert, aber waren dann noch einige Gravelabschnitte, unfreiwillig Grasstrecke sogar und Kopfsteinpflaster war natürlich auch dabei. Darf nicht fehlen. Ja, insgesamt waren es dann an den beiden Tagen, das muss ich kurz rechnen, etwa 170 Kilometer mit dem Abstecher zum Zeltplatz noch gerechnet. Und ja, ich bin jetzt hier an der Mündung der Oster. Bin froh, es geschafft zu haben. Und für mich sieht es jetzt so aus, ich fahre jetzt zum Bahnhof in Kardenberge. Das liegt ungefähr 5 Kilometer von hier und dann geht es mit dem Zug nach Hamburg zurück. Ja, also es war wieder eine wunderschöne Radtour und ich freue mich, die gemacht zu haben. Und ich freue mich, dass ihr es zugeschaut habt und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.